Ja, und wie soll es nun weitergehen mit den Bauernprotesten in Deutschland? Wir haben Sie gefragt. Hier ist Ihre Stimme. Ich finde das eigentlich, dass Sie einlenken sollten, weil man Ihnen schon entgegengekommen ist. Und irgendwo muss Politik auch Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten bedeuten. Ich werde für weiter protestieren, aber nicht so sehr wegen der Bauern alleine. Wird eigentlich ein bisschen Zeit, irgendwo mal zu sehen, dass man mal wieder jemanden glauben kann. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz okay, dass so ein bisschen Dampf in die Bude kommt. Ich finde, dass die Bauern zur Hälfte ungerechterweise protestieren. Weil ich habe Daten gelesen über das, was da verdient wird, und die Milchpreise und der Zusammenhang zu den Supermärkten. Da liegt eher das Problem, dass die Supermärkte sehr erpresserisch sind mit ihrer Preispolitik. Wenn man kleine Bauern kennt und weiß, wie die arbeiten und sieht, wie wenig freie Zeit die haben und wie abhängig die auch von vielen Bedingungen sind, die sie nicht steuern können, dann finde ich das okay, dass sie protestieren. Also ich finde das erheblich angebrachter als die Proteste der Bahnmitarbeiter. Ich verstehe zu wenig von, was sie wirklich verdienen, aber mir kommt es schon so vor, dass die total keine Kompromisse zeigen, und bin schon also der Meinung, dass nur der Ampel der Schuld an ihrer angeblichen Misere, ob sie eine ist, weiß ich nicht, zu geben, ist ein bisschen sehr einfach, wenn man bedenkt, dass nur die Grünen letztendlich jetzt nur seit 21 an der Macht sind oder in der Ampel sind. Und davor war es alles CDU, CSU. Und dann die Schuld der Ampel zu geben, ist sehr einfach. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.